Auf dem Pausenplatz. Da können die Kinder zwischen den Schulstunden Luft schöpfen. Das war gestern so und ist es heute noch. Aber barfuß über einen unversiegelten Boden rennen, das ist heute kaum mehr möglich. Die Schulhausplätze wurden in den 50er und 60er Jahren mehrheitlich asphaltiert. Die Schule soll funkeln von Sonne und Sauberkeit, proklamierte der Zürcher Stadtrat 1944. Das heißt, das Unordentliche soll ausgesperrt bleiben, die Kinder ordentlich fest im Griff, wie das Mäuschen auf dem Relief am Schulhaus Hirschengraben. Das Bedürfnis, auf ungekünstelte, spontane Art zu spielen, konnte die Stadtjugend früher noch eher auf Straßen und Plätzen ausleben. Aber das ist heute kaum mehr möglich. Der Spielraum für Kinder in der Stadt ist eng geworden. So eng, dass der Drang nach Freizeit ohne Zwang und Normen in Gewalt und Vandalismus umschlägt. Auch auf dem Pausenplatz. Kinder brauchen Freiräume. Der Pausenplatz muss diesem Bedürfnis heute vermehrt Rechnung tragen. Das Gartenbauamt Zürich lancierte 1989 das Projekt Natur ums Schulhaus mit dem Ziel, öde, asphaltierte Pausenplätze in eine naturnahe, animierende Umgebung für Kinder umzuwandeln. Natur ums Schulhaus heißt aber auch, den Kindern die Augen zu öffnen für die Natur in der Stadt. Stadtnatur. Vielleicht haben Sie schon an einer Führung des Gartenbauamtes teilgenommen und kennen bereits das Besondere und Alltägliche der typischen Stadtnatur. Was zwischen Bahngleisen oder auf Kieslagerplätzen anzutreffen ist, sprießt selbst in Ritzen von Pflastersteinen und könnte auch ums Schulhaus herum gedeihen. Den meisten ist die Vielfalt der Pflanzenarten in der Stadt Zürich gar nicht bewusst. Die in der Stadt heimische Natur ist eine farbenprächtige Pflanzengemeinschaft, die zudem widerstandsfähig ist und die mannigfaltigen Aktivitäten der Kinder gut verkraftet. Auch zu stilleren, kreativen Tätigkeiten werden die Kinder angeregt. Das Verständnis für die Natur wird geweckt und sie wird als Teil des Alltags erlebt. Räckeln ist lässig. Und wie wird das Projekt in die Tat umgesetzt? Oft kann bereits mit kleinen Änderungen eine große Wirkung erzielt werden. Zum Beispiel, wenn eintönige Bodendecker durch bunte Wildblumen ersetzt werden oder stacheliges Abstandsgrün durch Wildsträucher. Oder anstelle des Rasens, wenn er nicht zum Spielen benötigt wird, eine blühende Wiese. Durchs hohe Gras zu streifen, ist ein ganz spezielles Erlebnis. Ebenso das Herumturnen auf dem knorrigen Kletterbaum oder das Flechten eines Weidenhauses. Schon ein Sitzplatz im Freien macht den Pausenplatz ungleich interessanter und die bunt bemalten Betonwände wirken viel freundlicher. Wichtig ist, dass die Kinder an der Umgestaltung beteiligt werden, auch bei kleinen Maßnahmen. Ich finde, dass die Pflanzen, die wir gesetzt haben, auch ein bisschen uns gehören. Wenn aber der Pausenplatz größtenteils asphaltiert oder eine eintönige Rasenwüste ist, so helfen nur radikalere Lösungen weiter. Wie Sie das anpacken können, sagt Ihnen das Team Natur ums Schulhaus vom Gartenbauamt Zürich gerne. Steht eine Schulhausrenovation an, so ist das immer eine gute Gelegenheit, die Sanierung des Pausenplatzes ins Auge zu fassen. In jedem Fall empfiehlt es sich, schrittweise vorzugehen. Wie wird der Pausenplatz heute genutzt? Was gefällt uns? Was nicht? Zeichnungen und Aufsätze von Kindern geben darüber Aufschluss, welche Teile des Pausenplatzes beliebt sind und was vermisst wird. Eigentlich gefällt mir der Pausenplatz nicht so.
Er ist so eintönig und sieht immer so leer aus. Wo Ballspiele den Pausenplatz dominieren, fühlen sich kleinere Kinder zudem oft an den Rand gedrängt. Die Kinder wünschen sich vor allem Nischen und Orte, wo man sich zurückziehen kann, aber auch abenteuerliche Kletterbäume oder Wasser zum Spielen. Ganz wichtig ist, alle direkt Beteiligten frühzeitig in das Projekt einzubinden. So können auch Ängste vor Veränderungen abgebaut werden. Der Hauswart. Er hat eine wichtige Position, ist er doch den Kindern auf dem Pausenplatz am nächsten. Ich bin bei allen Baubesprechungen als gleichberechtigtes Mitglied im Team dabei gewesen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Die Stadtverwaltung. Hier muss das Projekt breit abgestützt werden. Eine Trägerschaft, in der alle zuständigen Amtsstellen vertreten sind, entscheidet frühzeitig über die einzelnen Schulhausprojekte und stellt die Weichen für das weitere Vorgehen. Regelmäßige Information aller Beteiligten hält die Leute bei der Stange. So lässt das Interesse nicht nach und die Sache geht zügiger voran. Nun arbeitet die Landschaftsarchitektin einen ersten Vorschlag aus, der versucht, all die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Jeder Pausenplatz ist anders und erfordert eine individuelle Lösung. Das Projekt wird begutachtet und oft hitzig diskutiert. Dieser Planungsprozess hilft, Lösungen finden, die tragfähig sind. Jetzt kann gebaut werden. Und die Kinder helfen aktiv mit. Möglichkeiten dazu gibt es viele. Ein Wurm, weg, grusig. Schau, da hat es noch mehr. Es ist etwas, das die ganze Zeit da bleibt. Wahrscheinlich auch noch, wenn wir schon aus der Schule sind. Auch schulisch benachteiligte Kinder haben Erfolgserlebnisse. Alle helfen begeistert mit. Vergessen sind Pausen und Schulschluss. Die Bauzeit ist zu Ende. Gemeinsam wird gefeiert. Bäume und Sträucher wirken noch mickrig. Das Grün beginnt langsam zu sprießen. Wenn sich die gesäten Wildpflanzen entfalten, ist die Freude groß. Mutwillige Zerstörungen sind selten. Neue Spiele werden ausgeheckt und entdeckt. Leider auch das Kies als Wurfgeschoss. Da braucht es etwas Geduld, bis der Reiz des Neuen abgeklungen ist. Die Rückbesinnung auf die guten alten Finken hilft vermeiden, dass Kies ins Schulzimmer verschleppt wird. Es gibt erstaunlich wenig Probleme. Mir ist halt wichtig, dass man miteinander redet. Fast alle Kinder schätzen es, gelegentlich im Freien praktisch arbeiten und helfen zu können. Zusammen mit dem Grünflächenverwalter des Gartenbauamtes erarbeitet das Team Natur ums Schulhaus einen Pflegeplan. Dieser regelt die Zuständigkeiten und zeigt, bei welchen Arbeiten sich das Schulhaus beteiligen kann. Im Schulhaus Saatlen zum Beispiel schneiden und jäten Lehrkräfte und Kinder seit 3 Jahren regelmäßig die neu gestaltete Umgebung. Natürlich unter der kundigen Anleitung des Gärtners. Ich arbeite gerne mit den Kindern zusammen, weil sie gerne mitmachen. Ich glaube, das ist die beste Art von Unterricht. Stoff vermitteln und kennenlernen von Neuem. So kann man etwas direkt erfahren und empfinden. So können auch nachfolgende Klassen, die an der Umgestaltung nicht direkt beteiligt waren, einen persönlichen Bezug zum Pausenplatz finden. Natur ist lebendig. Sie wächst und gedeiht. Und so verändert sich auch der Pausenplatz laufend.
Natur ums Schulhaus bedeutet mehr Erleben, mehr Freiraum und Lebensqualität.